Um das mal konkret in Zahlen auszudrücken, mittlerweile haben 3,5 Millionen Menschen in Deutschland eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus überstanden. Und schätzungsweise kämpft jeder Zehnte mit Spätfolgen von Covid-19. Und man spricht von Spätfolgen, wenn die Folgen länger als 3 Monate andauern. Für Deutschland bedeutet dies, dass rund 350.000 Menschen mittlerweile betroffen sind. Und ich finde, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Soweit doch der erschreckende Befund zu Long-Covid, stellt sich eben daher immer auch die Frage, wie wir den Ursachen dieser neuen Krankheit jetzt auf die Spur kommen können. Welche Lehren können aus den bisherigen Ansätzen für die Behandlung gezogen werden, um Patientinnen und Patienten in Zukunft besser zu therapieren? Und deswegen haben wir ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Und das ist die Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von Covid-19, die heute im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Damit können sich jetzt Forscherinnen und Forscher bei uns im Haus bewerben mit ihren Vorhaben zu Long-Covid. Und wir unterstützen dieses Vorhaben mit rund 5 Millionen Euro.